Whoa. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem Game of Bike zwischen Tim Emmerich und Benno Kühlmer. Falls ihr den Vlog noch nicht gesehen habt, den wir heute hier gedreht haben, den findet ihr ebenfalls bei mir auf dem YouTube-Kanal. Und die beiden fahren für mein Klamottenlabel Scrape Gear und werden sich heute beim Game of Bike für euch battlen. Also folgt den beiden auch bei Instagram und YouTube und viel Spaß mit dem Video. Ach, mach nur noch einmal. Ja. Okay. Also, Tim fängt an. Was machst du für einen Trick? Also, ich weiß, dass der Benno keinen X-Up kann. Und ich weiß, dass das mein Lieblingstrick ist. Okay. Deswegen. Klasse. Oh mein. Ja, hier wird mit allen Mitteln gekämpft. Ja. Schon beim ersten Trick. Weil der X-Up ist der einfachste. Also für alle, die kein Game of Bike kennen, es geht darum, wer als erstes durch Fehler das Wort Bike voll hat, also quasi vier Fehler gemacht hat, verliert. Und die Spieler müssen immer als erstes einen Trick sagen, den sie dann machen. Wenn sie nicht stehen, bekommen sie keinen Buchstaben, aber wenn sie ihn stehen und dann der andere Mitspieler den Trick nicht steht, bekommt derjenige einen Buchstaben und so geht das dann immer weiter, bis eben die Buchstaben bei einem der beiden Spieler voll ist. Versteht man das so? Ich habe mich irgendwie... Ja, okay. Also, erster Trick von Tim, ein X-Up. Wunderschön. Yo! Falls ihr den Vlog noch nicht gesehen habt, der Benno hat eben ein Cork 7 hier auf dem Resi gemacht, aber sagt, dass er keinen X-Up kann. Also ich bin gespannt. Oh Mann ey, okay, probier's mal. Boah, Alter! Sah doch gut aus. Ja. Das war der allererste X-Up, den ich gestanden habe in meinem Leben. Okay. Ja, jetzt darfst du einen Trick vorlegen. Ich mach mal einen Tuck-No-Hander. Tuck-No-Hander. Tim, wie stehen deine Chancen beim Tuck-No-Hander? Oh, eigentlich nicht schlecht, aber so unter Druck ist das gar nicht so mein Trick. Okay. Aber schauen wir mal. Dann drücken wir dir mal die Daumen jetzt. Ja, du musst ihn ja auch erstmal treffen. Ja. Jo! Was ist denn deine Taktik heute, um den Tim in Buchstaben zu... Neue Tricks erfinden. Neue Tricks erfinden, okay. Okay, Tim. Ach ja, wir müssen noch klären, machen wir eigentlich mit zwei Versuchen oder? Ach so. Einmal hat man einen zweiten Versuch. Also ein Versuch? Ja, einmal kann man einen Joker nehmen. Ja. Das heißt, man hat einmal drei Versuche und sonst zwei. Wenn ihr immer nur einen Versuch und einmal hat man einen zweiten. Oh Gott. Okay. Yo. Nice. Easy. Bitte, gib mal einen Trick vor. Puh. Mach mal einfach mal einen Dreier. Okay. 360s machst du nicht so gerne, oder was? Doch, eigentlich schon, aber doch. Immer dann, wenn ich ihn machen muss, dann verkacke ich ihn meistens. Okay. Oh Mann! Alter, so Alter, wie oft hast du heute hier schon Dreier gemacht und Alter, jetzt? Ich versteh's nicht. Steht dein Rad noch? Ich glaub schon. Okay, dann muss ich einen Trick vorgeben, für den mache ich nochmal einen Dreier. Okay, also, nochmal 360. Was ist da gerade schief gelaufen, Tim? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe zu früh rausgedreht. Bisschen mehr chillen. Okay. Dann schauen wir mal, ob der Benno das jetzt besser macht. Jo. Also, Tim, jetzt musst du nochmal ran. Geht doch. Ja. So, machen wir mal noch einen Tabletop mit rein. Tabletop, okay. Also 360 Tabletop. Genau. Yo. Ja. Nice. Parat uns doch mal die Tricks, die Benno nicht kann, die ihm heute... Das ist so eine gute Frage, weil der Benno macht immer alles, egal ob er es kann oder nicht. Ich glaube, Tailwhips kann er nicht. Okay.
aber da ich die auch nicht so safe kann, schauen wir mal, ne? Alright. Schauen wir uns jetzt den Dreier Tabletop erstmal von Benno an. Yo. Nice. Okay, ich glaube, ich werde mal kreativ und mache einen Double Tuck No Hand. So nein! Was? Habe ich auch noch nie probiert. Ich habe nur ein Video. Das ist voll schwer. Also, first try jetzt hier, ja? Das ist voll schwer. Ich habe es nie probiert, keine Ahnung. Ja, zählt er? Der war Fuß unten, ne? Ja, eigentlich zählt er nicht. Eigentlich zählt er nicht. Kannst du Oppo-Dreier? Ist aber nett, dass du deinen Mitspieler fragst. Okay, dann mache ich ihn. Also Oppo-Dreier heißt, man dreht in die andere Richtung. Also wenn man zum Beispiel den linken Fuß vorne hat, würde man normalerweise nach rechts rumdrehen und ein Oppo-Dreier ist dann nach links rumdrehen. Und das ist so quasi wie wenn jemand, der Rechtshänder ist, mit der linken Hand schreibt. Also du hast zweimal geschafft und du noch nie. Ja. Okay. Ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Wow! Nein! Das Entsetzen ist groß. Oh Mann. Alter! Nice, Mann. Also übelst hässlich, aber egal. Ja, egal. Wow, Benno wäre fast gestorben. Oh oh. Regnet jetzt den ersten Buchstaben. Wow. Alles gut. Der war halt an sich sogar besser als meiner. Ja. Da habe ich im Weg auch nichts machen. Ja. Nothing. Nothing? Freust du dich darüber? Kann ich nicht. Okay. Jetzt soll ja auch spannend werden hier, ne? Also nehmt keine Rücksicht auf euch. Also ich drück dir die Daumen. Schauen wir mal, was passiert. Dein wievielter Nothing-Versuch ist das in deinem Leben? Ich glaube mein erster. Dein erster, okay. Das war ein schöner No-Footer. Ja, aber die Hände waren schon. Ja, waren offen. Am Zucken. Hast du einen Joker drin? Willst du deinen Joker setzen und noch einen zweiten Versuch haben? Dann ist der aber weg. Das ist es halt. Wie weit müssen sie denn weg sein, dass es zählt? Einfach nur den Lenker loslassen. Ja, einfach weg sein. So würde auch schon zählen. Ja. Okay, dann nehme ich den Joker. Dann nimmst du den Joker? Ja. Boah. Tim Emmerich, first. Aber dann hast du ja nachher für den Cork 7 keinen zweiten Versuch. Den mache ich dann einfach auf 1. War der? Ich hab nicht gesehen, weil ich aufs kleine Display. Eigentlich nicht, nee. Die Hände waren, glaube ich, offen, aber nicht weg. Schade! Ja, Gleichstand. Ich mache mal weiter mit Tricks, die der Benno liebt. Tire Grab to X-Up. Alter! Und das mit maximal wenig Airtime. Der ist aber ganz lustig, der macht Spaß. Cool. Benno, wie gut kannst du den Trick? Den Tim gerade. Eigentlich kann ich. X-Up kann ich so. Seit gerade. Wenn ich komme, wie das Bein, dann ist das erste Mal. Okay. Stehen wir hier sicher? Ja, wir stehen hier sicher? Okay. Wow. War gar nicht so schlecht, ey, nee. Dafür, dass du den ich nie gemacht hast. Ich war nicht komplett rum. Ich kriege nur so vielleicht. BI. Also nimmst du deinen Joker nicht? Nee. Trotzdem okay. Gut gemacht. Ja, Dankeschön. Jeden. Ich glaube, der Tim hat im Sommer einen neuen Trick gelernt. In Hungen. Ja, der Kopf rattert. Weißt du, welchen Trick du gelernt Nein. hast? Nein. Kein Backflip Tabletop. Doch, ein Backflip Tabletop. Alter. Backflip Tabletop. Aber nur angedeutet Tabletop. Alter. Da ist nur so ein Stückchen über. Ich habe den einmal gemacht. Ich auch. Noch liegst du ja in Führung. Ja. Nur lang. So, von hier oben sollten wir den Tabletop erkennen können. Jo! Alter! Ja, konnte man erkennen.
Scheiße, war der knapp. Ja, aber der war ja angedeutet. Mehr brauchen wir gar nicht, nur leichte Angriffe. Sind das voll schwer? Naja, gerade bleiben ist schwer. Ja! Also ich habe die erkennen können. Hat man es erkannt? Echt? Ich habe keinen erkannt. Also ich habe gesehen, dass Rad schräg war ein Stückchen. Ich kann mir mal die Wiederholung angucken. Ja, ich gucke mir kurz mal die Wiederholung an. Also der war vielleicht minimal angedeutet, aber wir sind uns nicht ganz sicher, oben aus der Perspektive, deshalb darf der Tim den einfach nochmal machen und ich filme jetzt einfach von vorne und dann sieht man es auf jeden Fall. Jo! Da war er! Nice! Also, du liegst noch in Führung, Tim. Was sehen wir jetzt oder was muss jetzt gemacht werden? Das ist eine gute Frage. Tailwhip. Tailwhip. Erfreut dich das, Benno? Hast du da Spaß mit? Nein. Nein? Der Tim, der weiß genau, welche Tricks ich nicht kann. Aber ich habe auch noch welche, die er nicht kann. Und du hast eine Jogginghose an. Richtig, und damit gewinne ich auf jeden Fall. Ja. Oh! 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 Okay, Benno, hast Glück gehabt. Ja, Glück gehabt. Und ich mache einen Suicide. No Hinder. Okay. Magst du Suicide No-Hander? Nein? Kann ich ebenso wenig wie Nothing. Oh, wow! Alter, ist dein Fuß noch dran? Ja, aber sind die Speichen noch dran? Ja. Ja, es geht ihm gut. Ja. Scheint ihm gut zu gehen. Ja, Glück gehabt, Tim. Ja. Und nu? Eigentlich kannst du ja Tell, das haben wir ja eben schon im Vlog gesehen. Boah, aber es war nur ein Dreier-Table. Der gerade eben war schon scheiße. Kannst du Inwards? Wie nett ihr immer fragt. Ja. Ich glaube, ich mache mal so ein One-Foot-Tabletop-Invert. Mal schauen, kommt immer drauf an, von wo man es filmt. Okay. Ja. Oh, 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 der war schön. Aber leider, da war der Fuß unten. Mann! Schade. Ja, ich mach nochmal Suicide. Suicide nochmal? Okay. Ja. Genau, also eben im Vlog gab es ganz viele Profi-Tipps von Benno und jetzt nochmal einen. Nochmal einer, wenn ihr bei der Landung in eure Speichen reinfallt, ja, macht eure Schuhe wieder sauber. Ah. Die waren schon mal die Farbe. Ah, klasse. Ja. Das spart Zeit. Richtig. Und freut die Mutti. Jo. Das war eher ein Tack. Ja, irgendwie schon. Okay, Gleichstand. BI, BI. Scheiße. Aber du darfst dir jetzt ja wieder einen Trick aussuchen und vorlegen. Ich mach nochmal den Invert. Invert? Ja. Also Tabletop One Foot. Und Tim, wie schätzt du das ein? Schafft Benno das? Keine Ahnung. Ich kann es wirklich nicht einschätzen. Ich weiß selber nicht. Hast du die schon mal gemacht? Ja, aber es ist länger her, aber ohne One-Foot. Schauen wir mal. Okay. Eigentlich gut. Cool. Ich glaube, ich tue einen Joker nehmen. Joker nehmen? Okay. Also, ich glaube, den kann man nicht gelten lassen. Ja, Tabletop war ein bisschen wenig. Ja. Aber trotzdem cool, dafür, dass du die nicht kannst. Ja, okay, dann habe ich BIK, RBI. Mhm. Ja, Cannonball. Cannonball. Oh, wow. Ihr schenkt euch hier auch nichts, ne? Ich mache ja wenigstens Tricks, die man vielleicht schaffen kann. Ja, ich finde eigentlich ganz einfach einen Trick. Der wurde zu hoch geworfen. Dittim. Das war nix. So. So, Tim, deine Chance. Tailwhip. Ne? Tailwhip nochmal. Tailwhip. Ja. Falls euch übrigens der Pulli gefällt, das ist der Ride and Destroy Scrap Gear Pulli. Bisschen Werbung muss sein. Dann schaut vorbei bei Scrap Gear. So sieht der Pulli von vorne aus. Und so sieht der andere Pulli von Richtig. Scrap Gear aus. Wunderhübsch, wundertoll. Einfach klasse. Richtig. Trägt sich auch gut mit Jogginghose. Ja, schau. Stille, Spannung.
Dadim, deine Chance. Dann müssen wir es selber geben. Ich mach mal einen Flip-Tackno-Händler. Flip-Tackno-Händler, okay. Was? Hast du das gehört? Ja, das mache ich nicht. Alter. Gras. Schade. Ich glaub, die Hände waren weg. Ja, die Hände waren auf jeden Fall weg. Leider die Füße nicht auf dem Pedal. Schade. Schade. Deine Chance. Habt ihr jetzt assi, wenn ich schon wieder was mit X-Up mache? Ja. Ja, ich schreib mal in die Kommentare, ob das assi wäre. Also ich will schon scheiße. Aber ist ja auch ein Wettkampf hier, ne? Ja, eben. Das ist jetzt zwar nicht so krasses für die Zuschauer, aber... Also ich meine, wenn man euch als Freunde hat, dann braucht man keine Feinde mehr. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Benno, ich mache einfach einen schönen X-Up to Tabletop. Wie ist das, wenn man mit so jemand gemein noch im Auto zurückfahren muss? Ja, schlimm ist eher, dass man ungefähr den leichtesten Tricks geschlagen wird. Nein! Oh oh! Simon, wenn er was mit Dark Side. Nee, das war kein Tabletop. Ja, Benno, was ist deine Rache, deine Revenge? Ja, nochmal Flip No Hander. Nochmal Flip No Hander, ja. Okay. War der an der Decke? War der an der Decke? Nein. Ich habe jetzt langsam gesehen. Ich kann nur Dreck aus der Gegend. Ja, er wirft immer mit Dreck um sich. Ja, schade. Ja, schade. Jetzt kann ich natürlich nochmal einen schönen X-Up to Tabletop machen. Ne? Okay. Ja, der war nicht schnell genug geflippt. Da. Habe ich einen Köpfer gemacht. Jo. Der zählt. Ja. Freust du dich denn darüber, über diese Leistung? Nein. Nein? Kann ich normalerweise easy. Ist aber auch kein krasser Trick, weil wenn er ihn nicht kann, ist er umso schöner. Oh. Der war im Manual gelandet. Schweine! Ach ja. Cool, Spiel. Ja, Mann. Ja. Du hast auf jeden Fall die krasseren Tricks gemacht. Ah, ich hab trotzdem verloren. Ja, sehr cool. Also, folgt den beiden auf jeden Fall bei Instagram, bei YouTube. Instagram seht ihr hier gerade schon. Und YouTube packe ich euch in die Videobeschreibung. Schaut auch mal bei Scrap Gear vorbei und schreibt in die Kommentare, wie euch dieses Game of Bike gefallen hat. Also bis dann, haut rein. Tschüss.